Hallo Leute, herzlich willkommen zurück, Let's Play Minecraft. Das eine Vieh hat mein Dings zerstört. Gartentor? Nein, mein Feld hier. Nicht Oh. rüberrennen, rüber schleichen. Wenn überhaupt. Tue ich gar nicht. Ich brauche jetzt Schilder und Menschen zum Töten. Also, wenn ich noch Schilder habe, sind die in Gegenständen. Ansonsten musst du ja selber welche machen. Okay, ich schau mal kurz. Ja, sind noch welche da. Danke. So, dann mache ich mir jetzt noch bisschen Essen, nein Quatsch, das hier. Fackeln. Kohle kommt zu Rohstoff oder Ressourcen oder was? Ja, Kohle kommt zu Ressourcen. Okay. Also wo auch Eisen ist. Oder du packst einfach direkt in die Öfen. Wir müssen auch bald mal in den Nether. Ja. Weil Moment, dann wo kommt können wir Kohle? Uns, nochmal, wo? Wohin nochmal? Hä? Wohin nochmal Kohle? Kohle zu Eisen. Okay. Oh, da ist noch was. Wir müssen in den Nether, weil? Da gibt es. Warte, ich muss kurz nachdenken, was ich gerade brauche. Da gibt es. So Gegner, die lassen, Blaze Rod heißt die auf Englisch. Das ist irgendwie so ein Stäbchen, mit dem kann man sich einen Braustand bauen. Und mit dem Braustand kann man halt Tränke brauen und dann kann ich halt. Und wie baut man sich ein Portal, um ins Nether zu kommen? Du brauchst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 Obsidian. Also bring am besten einfach 12 Obsidian mit, dann baue ich das einfach auf. Obsidian war das lila Zeug, was nicht unten am Boden ist, oder? Ja, das war so das lila Zeug und dann muss man da. Dafür braucht man eine Diamantspitzhacke und das kommt, wenn Lava, wenn auf Lava, also auf die flüssige Lava, also auf diese stille Lava Wasser fließt. Okay. Scheiße, ich hab hier Lava. Aber gut, ich habe sowieso keine Diamantspitzhacke. Das heißt, ich muss erstmal nochmal einen Diamant finden. Aber das wird schon. Das finden wir. Gehen wir diesmal da lang. Oh, noch mehr Kohle. Ja, zeig mir noch deutlicher, dass das eine Cave ist, in der ich gerade bin. Ausgang. Cool abbauen. Ah, ich bin Level 20, also jede, da kommt nochmal so ein komisches Glockengeräusch. Also jedes Mal, wenn man, 10 Level up hat, 10er Level up, dann läuft das. Ich habe auch Kohle gefunden. An der Oberfläche. Oh, sexy. Baue ich mit meiner Holzspitzhacke ab. Geil. Weil ich habe ja noch nichts anderes gebraucht. Lol, wie das aussieht. Ich guck mich mal ein bisschen um, ob ich irgendwo Wüste finde. Okay. Sieht aber eher nicht so aus. Pumpkins, yeah. Dann kann man die auch anbauen. Fehlen nur noch Melonen. Ich glaube, die kann man aus. Die Frauen kann man gewinnen? Ja, entweder in Dungeon Chests oder halt wie die hier Menschen.
wie die Pumpkins einfach in der Gegend. Ach so, okay. Die stehen dann in so 10er-Gruppen da und dann kann man die abbauen. Die stehen in so 10er-Gruppen da, wie Türken. Ja, exakt. Bloß, dass man Türken überwiegend töten sollte und nicht abbauen. Man sollte Türken nicht abbauen. Ja, was soll ich sie eher töten? Oh, das Schnitzel. Ich meine, stell dir mal vor, so eine Türkenfarm. So abgebaute Türken. Und die wachsen dann so aus dem Boden und. Ah! Das will doch keiner. Wenn man einmal Hunger hat, geht die Hungerleiste viel schneller weg, als wenn man einmal was gegessen hat und dann. Und das ergibt keinen Sinn, weil das eigentlich logisch ist, aber ich wollte es nur angemerkt haben. Okay. Abbauen, abbauen, abbauen. Ach, ich habe wieder keinen Scheiße. Ich habe wieder kein Bett mitgenommen. Und ich gehe jetzt erstmal ein paar Kühe töten. Okay. Sehe ich ein. Also hinter unserem Haus sind, glaube ich, noch 2 Stück jetzt. Und passiert. Hin und wieder. Oh, noch mehr Eisen. Zack, zack, zack. Kohle. Jetzt habe ich 3 Fleischstücken. Okay. Wir haben noch kein einziges Schwein gefunden, oder? Ich glaube nicht, nein. Wieso habe ich das übersehen? Da ist Gold. Keine Ahnung. Und zwar nicht wenig. 5. Waren es nur 5 Stück? Ja, waren nur 5 Stück. Aber 5 Stück sind ja auch schon mal was. Nee, ab 15 kommt auch so ein Geräusch. Oh, okay. Aber ich glaube, ein bisschen anders ist das. Oh, okay. Na, passiert. Nicht wegwerfen, so. Fuck. Was? Ich bin weg hier. Mich verfolgt ein Skelett. Und ich habe genau 1,5 Leben. Und das bringt mir gar nichts. Mit 1,5 Leben da rumzugondeln und dann gegen das Skelett zu kämpfen. Ich höre es mich verfolgen. Alter, ich habe so Angst. Ja. Es hört sich an, es wird mich direkt verfolgen und es wäre fast hinter mir. Es scheint sogar Pfeile abzuschießen, Mann. Ich habe Angst. Ich brauche definitiv noch mehr Leben. Okay. Zum Glück haben wir ja noch ein bisschen verrottetes Fleisch. Ja. Ich esse jetzt einfach ganz viel Rotten Meat, dann läuft das. Ich werde dich, wenn ich mal zu unserem Haus zurück. Kompass. Habe ich nicht. Gratulation. Wir haben genug Redstone, du machst dir keinen Kompass. Ja, aber ich finde sowieso. Also, ich habe es schon wieder gefunden. Ach so, okay. Ich habe Schneegebiet gefunden, das ist gut. Sehr gut sogar. Wieso? Weil wir uns dann eine eigene Armee aufbauen können. Eine eigene Armee aufbauen, okay. Ja, weil wenn man auf so einen festen Schneeblock einen Kürbis setzt, dann bekommt man Schneegolem und ein Schneegolem wirft Gegner mit Schneebällen ab, das macht zwar keinen Schaden, aber die ziehen das Aggro auf sich, man kann die Gegner leichter töten. Oh, okay. Was wolle. Da, so. Holz. Crafting Box. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, ein Bett zum Mitnehmen bitte, danke.
Und die Schwierigkeit, die bei dir im Spiel angezeigt wird, ist nicht die Serverschwierigkeit, weil bei mir ist auf friedlich gestellt, also auf peaceful. Oh, okay. Keine Ahnung, auf was das aber gestellt ist. Ich denke mal eher easy, weil wenn du normal hast, dann gehst du auf ein halbes Herz runter und nicht nur auf die Hälfte, und nicht nur auf die Hälfte deines Lebens. Kann sein. Ksch, ksch, nein, nein, nicht mein Feld abbauen. Ich brauch Brot. Ja, unser, das erste werden wir sowieso nicht für Brot benutzen. Oh, wofür dann? Tiere anlocken. Ich brauche aber irgendwas zu essen, sonst sterbe ich. Ich habe 14 Fleisch. Oh, das wäre nett, wenn ich davon etwas kriegen bekommen könnte. Ja. Erstmal 40 Eisen. Oh, hat was. Und 5 Gold haben wir auch. Muss ich auch noch eine Uhr bauen. Eine Uhr? Ja. Was bringt die uns? Wir sehen, wie spät es ist, also das wird dir ja was bringen. Weil. Ja, stimmt. Ja, stimmt, das wird mir tatsächlich was bringen. Weil als erstes will ich so viel Brot an, also Weizen anbauen, dass ich mindestens 2x Kühe, also dass ich eine Kuh zum Paaren bekomme, dass wir eine Babykuh haben und dann will ich die halt immer wieder züchten. Okay. Jetzt hast du noch eine Zigarette in Real Life? So, bin fast wieder auf vollem Leben. Ah, mein Hals juckt jetzt nicht mehr. Doch, jetzt immer noch. Lass pennen gehen. Okay. Ja, erstmal das hier abfarmen. Wohin kommt eigentlich Essen dann? Essen kommt in die Essentruhe, die ist über Pflanzen. Oh, stimmt. Wieso machst du Bricks? Weil man mit denen schöne Häuser bauen kann. Oh, okay. Na dann, würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle sofort. Er packt schon wieder so wundervoll rum. Und sag ja, bis zum nächsten Part. Rein, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.